Was bedeutet das Wort Tazkiyah? Rein linguistisch, also wenn wir das rein sprachlich mal betrachten. Für was steht dieses Wort? Unabhängig von diesem fachlichen Kontext, wenn wir im Koran von der Seelenläuterung reden. Also wenn wir einfach die sprachlichen Wörterbücher aufschlagen und unter dem Wort Zakar oder Tazkiyah nachgucken, was sagen sie uns? Wir sehen, dass es hier zwei Bedeutungen gibt. Zwei Bedeutungen. Einmal die Tazkiyah als An-Nama wa Ziyada, das heißt Wachstum, Wachstum, Zunahme. Wenn etwas gedeiht. Und das andere ist At-Tathiru, At-Tathir. Die Bereinigung. Bereinigung und Wachstum. Das sind zwei sprachliche Bedeutungen dieses Wortes. Und deswegen habe ich euch gesagt, nennt man auch die Zakah, die Pflichtabgabe, die du bei den Währungen zum Beispiel jedes Jahr einmal machen musst. Man nennt sie Zakah, weil sie dich vom, in einer gewissen Weise vom Geiz bereinigt. Oder bescheinigt, dass du nicht geizig bist. In einem gewissen Maß. Es kann natürlich trotzdem sein, jemand gibt die Zakah ab, ist aber geizig. Es geht. Aber der Geiz hat natürlich verschiedene Abstufungen. Also wenn wir sagen, jemand kann so 80% geizig sein, 50%, da gibt es verschiedene Abstufungen. Aber grundsätzlich ist ein geringes Maß von Geiz durch die Zakah alleine beseitigt worden. Wenn wir uns diese sprachlichen Definitionen des Wortes At-Tazkiyah oder As-Zakah betrachten, dann erschließt sich auch die fachliche Bedeutung. Also die Bedeutung, die hier Substanz dieses Vortrages ist. Die Zakah ist nämlich, oder der Vorgang der Tazkiyah, der Läuterung, er ist die Seelenbereinigung, die Befreiung der Seele von negativen Eigenschaften, Charakteristiken, Einsichten, Handlungen. Aber das Befreien alleine reicht noch nicht, richtig? Das Befreien alleine reicht noch nicht. Denn wenn wir sagen, nehmen wir mal an, das Herz des Menschen betrachten wir als ein Gefäß. Und es war gefüllt mit diversen negativen Aspekten. Wenn wir das ausgeleert haben, ist die Sache nur halb getan. Und das Gefäß muss nachgefüllt werden mit positiven Aspekten, mit positiven Charakteristiken, Eigenschaften. Und deswegen, diese Bedeutung können wir auch in der sprachlichen Definition des Wortes sehen. Wir haben ja gesagt, einmal Bereinigung und Wachstum, Zunahme. Also die Tazkiyah ist genau dasselbe. Die Seele des Menschen oder das Herz, wie man das auch nennen mag, zum einen bedeutet die Tazkiyah, negative Eigenschaften abzulegen, und diese auszutauschen durch positive. Und dass diese Dualität übrigens, ablegen, annehmen, ausziehen, anziehen, wie man das auch nennen mag, das sehen wir immer wieder in den Texten, der auch der Sunna. Ihr kennt bestimmt den Hadith, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, al-tahuru shatrul iman. Ein bekannter Hadith, der so im Volksmund ist. Jeder kennt ihn irgendwoher, hat ihn schon mal gehört. Aber oft wird er falsch verwendet. Zumindest wird er für etwas angewandt, was eigentlich nicht die Kernaussage dieses Textes sein sollte. Die Bereinigung oder die Reinheit ist die Hälfte des Iman. Die Reinheit ist die Hälfte des Iman. Was ist hiermit gemeint? Die Hygiene im Haushalt. Die Hygiene im Haushalt, die körperliche Hygiene. Das saubere Erscheinungsbild. Auch wenn das vielleicht Teile des Iman sind, aber das ist nicht die Kernaussage des Hadith. Der Tahur, al-Tahur shatrul Iman, das heißt, das Ablegen, also das nennen die Ahlul Ilm al-Takhliya wa al-Tahliya, das Ablegen von negativen Eigenschaften, von negativen Ansichten, von negativen Handlungen. Und das Gegenteil ist dann, deswegen sagt er die Hälfte des Iman, die andere Hälfte ist dann die At-Tahliya, füllen, auffüllen. Man muss aber sagen, also ich will damit nicht sagen, dass der Islam eine Religion ist, die auf Hygiene keinen Wert legt. Ja, auf jeden Fall
Das ist die Tazkiyah. Also wenn wir das verstehen, begreifen wir, dass die Tazkiyah etwas mit Erziehung zu tun hat. Die Tazkiyah hat etwas mit der Erziehung zu tun, aber nicht mit der Erziehung von Kindern, sondern der Selbsterziehung, dass man sich selbst erzieht. Und ich habe eine Definition der Tazkiyah, der Erziehung gelesen, weil die Tazkiyah kann man in einer gewissen Weise einfach als die Selbsterziehung übersetzen. Ich habe eine interessante Definition der Erziehung gelesen in einem Buch, das nennt sich Tarbiyatun Nabawiyya lil Atfal oder Manhajut Tarbiyatun Nabawiyya lil Atfal. Das heißt, die prophetische Methodik zur Erziehung der Kinder. Darin hat er ein Zitat genannt, ich weiß nicht mehr von wem, aber das finde ich sehr interessant. Er sagte, die Erziehung, und wir tauschen das Wort Erziehung aus durch Tazkiyah. Die Erziehung ist wie die Arbeit des Gärtners. Die Erziehung ist wie die Arbeit des Gärtners. Inwiefern hat das mit der Gärtnerarbeit zu tun? Die Aufgabe des Gärtners besteht nämlich darin, das Unkraut und die Schädlinge zu bekämpfen, zu entfernen und den Wuchs der gezielt ausgewählten Pflanzen zu fördern. Richtig? Das heißt, es gibt hier präzise ausgewählte Pflanzen, die wir haben wollen. Und die müssen wir irgendwie fördern, ihren Wachstum fördern und pflegen. Und dann gibt es aber neben diesen Pflanzen auch Unkraut, was mitwächst, was eigentlich unerwünscht ist. Die Aufgabe ist hier, dieses Unkraut und die Schädlinge zu bekämpfen und die auserwählten Pflanzen, die ertragreich sind, die nützlich sind, diese zu fördern, ihren Wachstum zu fördern und zu kontrollieren. Das ist die Tazkiyah, das macht man mit sich selbst. Das muss man mit sich selbst machen. Du hast, jeder Mensch hat diverse, oder sagen wir haben Ideale. Oder als Muslim haben wir diverse Ideale. Und diese Ideale müssen wir realisieren. Und diese Ideale zu realisieren, bedeutet nicht einfach irgendwelche Schalter umzulegen und zu sagen, ich bin jetzt so und so bin ich nicht und das gefällt mir jetzt nicht mehr und das gefällt mir. So funktioniert die Seele des Menschen natürlich nicht. Und das erfordert eine mühsame Arbeit, mühsame Pflege. Und deswegen die Gelehrten, die über die Tazkiyah schreiben, ist ganz interessant. Wisst ihr, wie sie das nennen? Sie nennen das Ar-Riyadah. Wisst ihr, was Ar-Riyadah ist? Ar-Riyadah ist eigentlich Sport. Aber sie meinen hier mit dem Begriff Riyadah nicht Sport im Sinne körperlicher, motorischer Aktivitäten. Mit der Riyadah ist hier gemeint diese Mühe und Anstrengung, die man aufbringt, um sich selbst zu erziehen und sein Ego, sein Nafs zu trainieren. Das ist die Riyadah. Riyadah tun Nafs.